einige Notfalltests erfordern eine ausführliche Interaktion mit tödlichen Militärandroiden. Keine Sorge. Den Androiden wurde das Lesen beigebracht und eine Kopie der Robotergesetze bereitgestellt, die sie sich alle teilen. Sehr nett. Auf jeden Fall. Ich geh mal drüber, ne? Meine Haare sind länger. Was hat die eigentlich an? Schick. Was immer das ist. Aber ich mag kein Orange übrigens. Ich würde niemals Orange tragen. Lüll. Okay. Ah. Nochmal zurück. Aber die sind auch neu. Die Überwachungskameras. Also was heißt neu? Die sehen älter aus. Oder? Keine Ahnung. Egal. Gut, wenn Sie das Gefühl haben, dass ein Militärandroid Ihre Rechte nicht gemäß der Robotergesetze respektiert, tragen Sie dies in Ihr Protokoll ein. Ein zukünftiger Mitarbeiter von Aperture Science wird sich dann um den lästigen Papierkram kümmern. Okay. Ist alles so kaputt? Mich würde mal interessieren, in welcher Höhe ich eigentlich mich befinde, weil es ja immer nur runter geht. Wahrscheinlich bin ich irgendwo unter der Erde und es geht echt tief runter. Der nächste Test ist sehr gefährlich. Um zu vermeiden, dass Ihnen die Gesichtszüge entgleiten, folgt nun ein wenig Jazzmusik. In 3, 2, 1. Ich hasse Jazz. Danke. Okay, lass mich gucken. Ah, den brauche ich. Ich hole den mal kurz. Dankeschön. So. Und weiter geht's. Ist ja klar, am Anfang ist das alles noch sehr einfach. Aber ich freue mich schon auf die späteren. Nummer 4 von 19. Gibt's nur 19 oder... Keine Ahnung. Ach, ich mach's gleich so, dann muss ich wenigstens nie mitlaufen. Muss ich trotzdem. So. Dann gehe ich nochmal kurz dahin. Und dann darüber. Und schon haben wir den zweiten. Gute Arbeit. Da es sich bei dieser Nachricht um eine Aufzeichnung handelt, beruhen alle Aussagen zu Ihrem Erfolg auf reiner Spekulation. Bitte ignorieren Sie unverdientes Lob. Hä? Achso, cool. Toll. Ganz toll. Ich muss mal kurz mein Headset neu richten, das ist gerade irgendwie kacke. Bin kurz, stumm. So, besser. Ich mag das nämlich nicht, wenn das in der Aufnahme so knackt, weil das die dumme Angewohnheit hat zu knacken. Muss ich hier hoch oder da lang? Was ist denn da oben? Ach Mensch, ist ja cool. Anwesen. A Quadrat plus B Quadrat ist C Quadrat oder was? Katzen auf jeden Fall. Schön. Interessant. Sehr interessant. Okay, gut, dann gehen wir. Ups. Hier lang. Yay. Und noch eine Etage tiefer. Aber ich bin zufrieden damit, dass die Ladezeiten recht langsam, recht langsam sind. Ich meine recht schnell. Langsam wäre uncool. Wird das Enrichment Center mit Feuerbällen, Meteoriten oder anderen Weltraumobjekten bombardiert, meiden Sie bitte ungeschützte Testumgebungen, in denen ein Mangel an Schutz vor Trümmern aus dem All kein ausdrücklicher Teil des Tests ist.
Okay. Nummer 5. Ich mag das Grün. Hä? Ich kann mich ducken. Komme ich hier drunter durch? Nö. Hä? Nicht dumm. Oh. Bin ich. Okay, was macht das? Das bringt mir das. Okay. Dann hätte ich gern den. Dankeschön. Dann mache ich den einfach mal da drauf. Das wird schon. Na Mensch, geht doch. Was ist hier? Das ist kaputt. Aus irgendeinem Grund. Warum? Was gibt's denn hier? Keine Ahnung. Ach ja, okay. So. Ja. Nein. Dann nehme ich halt noch so ein. Wenn das sein muss, dann mache ich es halt so. Ist ja nicht schlimm. So. Oh. Das wusste ich nicht. Sorry. Das ist ungünstig. Okay. Wenn ich den so runterwerfe, dann fällt er wahrscheinlich runter. War ja klar. Ich müsste den auffangen. Was macht das hier? Gut zu wissen. Okay. Das sind alles neue Mechaniken, habe ich das Gefühl. Aber ist ja sowieso so, dass es hier neue Sachen gibt. Ich weiß aber eigentlich gar nicht welche. Außer, dass das Ding da hochgeht. Wobei ich mir nicht mehr sicher bin, ob es das nicht gab. Das Enrichment Center weist darauf hin, dass Sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Echt geil. War das ein Vogel? Bin ich vielleicht doch in einem Hoch. Nee, in einem Hochhaus kann ich sein. Da müssten ja die Pflanzen ewig weit hochgewachsen sein. Komische Sache. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihm Gott. Ist der Vogel wohl auch. Aber ich finde es sehr cool, wie diese Bäume da. Ja, okay. Ich gehe dann mal, ne? Ich hätte gern beide Portale zur Verfügung. Das ist mir lieber. Tötet mich das? Nein, gut. Hätte ja sein können, ne? Ach so, ich kann da bestimmt nicht durch. Wahrscheinlich so? Ja. War ja klar. Ob ich das mitkriege? Ich bin so gut. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Danke, cool. Ich bin echt überrascht, dass ich das mit dem Cube gleich hingekriegt habe. Wo ist das? Da unten. Okay. Wo müssen wir denn hin? Da vielleicht? So rüber? Vielleicht? Ein Versuch ist es wert. Das ist ein sehr tiefer Fall. Okay. Das hat schon mal geklappt. Jetzt habe ich hier einen Cube. Wo muss der hin eigentlich? Ich sehe es. Ach, da drüben. Okay, dann müsste ich theoretisch. Ich hoffe, das kriege ich hin.
muss ich nur das Loch treffen. Jedoch. Na, wenigstens kann ich den nicht so einfach loslassen. So. Okay, komme ich da auch hin, wenn ich nochmal da springe? So, vielleicht? Ich hoffe es. Einen Moment. Shit, okay, das muss ein Stück weiter dahin. Aber das macht ja nichts. So. Sie können stolz sein, so weit gekommen zu sein. Sollten Sie zu dumm, alt oder verstrahlt sein, um die Zivilisation neu zu starten, kehren Sie zu Ihrem primitiven Stamm zurück und schicken Sie uns jemanden, der besser für die Tests geeignet ist. Ich kann aber nicht zurück. Das ist mein Problem. Nee. Kacke. Um die Kerntestprotokolle mit genug Energie zu versorgen, wurden alle Sicherheitsvorrichtungen deaktiviert. Das Enrichment Center erkennt Ihr Recht auf Fragen und Einwände zu diesem Thema an. Okay, gut zu wissen. Hey, Kuckuck, ich bin hier oben. Ach, da! Hey, super, du hast die Portalkanone gefunden. Und was lernen wir daraus? Am Ende sind die Leute mit dem Hirnschaden die wahren Helden der Geschichte. Ist meistens so, gut gemacht. Schieß ein Portal in die Wand hinter mir und wir treffen uns am anderen Ende des Raums. Da so? Oder wie? Gibt's hier noch irgendwas? Was ist da oben? Nein. Ich will erst gucken, was es hier sonst noch so gibt. Geh durch auf die andere Seite. Ja, ist okay. Hallo. Okay, hör zu. Ich muss dir was sagen. Hm? Und es ist nichts Angenehmes. Die haben mir gesagt, ich darf mich niemals, nie im Leben aus dieser Schiene ausklinken. Oder ich muss sterben. Aber wir haben wohl keine Wahl. Also mach dich bereit und fang mich auf. Sollte ich wieder erwarten, doch nicht sterben, wenn ich mich aus diesem Ding hier ausklinke. Auf drei. Bereit? Hm? Eins. Zwei. Drei. Das ist zu hoch. Ist doch oh. Hoch, oder? Also, okay. Also auf drei habe ich zu viel Zeit zum Nachdenken. Also diesmal schon bei eins. Bereit? Eins. Fang auf. Auf. Ups. Ich... Ich bin nicht tot. Ich lebe noch. Schließ mich an den Stick an der Wand dort an, ja? Dann zeige ich dir mal was. Wird dich beeindrucken. Tut mir echt leid. Ich wollte dich eigentlich auffangen. Aber er ist mir anscheinend nicht böse. Ja, ich kann das nicht, wenn du dabei zuguckst. Im Ernst jetzt, ist kein Witz. Kannst du dich kurz umdrehen? Nein. Bist du ja nicht auf Toilette, oder? Okay. Okay, dreh dich wieder um. Geheimtür, die hab ich aufgemacht, als du nicht hingeguckt hast. Okay, soll ich dich mit... Und, dann raus hier. Und wenn ich ohne dich gehe? Kannst du mich hochheben? Okay. Und los geht's. Ich nehme dich mit. Keine Schiene, die uns die Richtung vorschreibt. Das ist klasse. Wir können gehen, wohin wir wollen. Also, wo gehen wir hin? Moment, lass mich mal die Lage checken. Ja, am besten wir folgen der Schiene. Okay. Nein. Ja, hallo, wir bleiben nicht stehen. Nicht in die Augen gucken. Nein, alles klar. Danke der Nachfrage. Weiter, weiter. Ach, die sind so süß. Hallo. Oh, den will ich mitnehmen. Ich will dich absetzen. Ich will den mitnehmen. Ach, der ist so süß. Sag nochmal, dass du anders bist. Ach, nein. Ach nein. Die sind so knuffig. Oh. Hups. Ich trink mal kurz was. Ich sollte dir eben mal eine Kleinigkeit erklären. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir durch ihre Kammer gehen. Und sie bringt uns wahrscheinlich um, wenn sie lebt. Willst du die Aktion abblasen und dich hier hinsetzen? Für immer? Ist eine Möglichkeit. Plan A, hinsetzen, nichts tun. Plan B, da durchgehen und wenn sie lebt, dann sind wir schon so gut wie tot. Also, wenn du irgendwelche Vorbehalte gegen diesen Plan hast, dann würde ich dir empfehlen, sie jetzt vorzubringen. Aber hier und jetzt. Ich kann nicht reden. Und wenn du denkst,
Ich habe die Gelegenheit zum Protestieren verpasst. Nein, es ist noch Zeit.